Eurotir. Le plus grand salon de matériel d'élevage au monde s'est tenu du 15 au 18 novembre. Sa renommée mondiale, c'est sûr, il ne l'a pas volée. En effet, il y eut près de 163 000 visiteurs venus de plus de 100 pays à travers le globe et près de 2600 exposants répartis dans les 18 halls différents. Bézère Environnement était bien sûr de la partie, installé dans le hall 12 avec un stand de 650 m². Les clients étaient nombreux à venir nous rendre visite, à bénéficier des conseils de notre équipe commerciale et à découvrir nos nouveaux produits. Eurotir est un rendez-vous incontournable pour Bézère Environnement, car, situé au cœur de l'Allemagne, il nous offre une vitrine exceptionnelle pour présenter nos produits. Et, comme à chaque fois, nos clients ont répondu présent. Wir haben das Blättchen in der Bauernzeitung gelesen und waren auf der Suche nach einem Großraum-Iglu für unsere Kälber. Und das haben wir gekauft. Und auch noch ein Milchtaxi für das Großraum-Iglu. Wir haben Paneel gekauft für unsere Mutterkuhhaltung. Haben jetzt gerade für unseren Hühner einen neuen Stall gekauft. Ich habe bisher immer Fanggitter gekauft, ich habe bisher Fressgitter gekauft und diese ganzen Texas-Gitter. Ja, wir haben einen 70 Kuh Milchviehbetrieb. Schneiden halt viele bei vielen Tieren die Klauen selber und suchten deshalb einen Clownstand, für die, damit wir das halt selber machen können. Und unser Alter ist halt in die Jahre gekommen und mittlerweile schon ein bisschen kaputt. Und dieser hat ein paar Sachen, die unser Alter nicht hatte. Vieles geht einfacher und ja, deshalb haben wir uns für den entschieden und hoffen auf gutes Gelingen. Ja, halt für die Pflege und so weiter und Auslauf noch an den Offenstall dran, wenn das Wetter schlecht wird, weil die können rein und raus, sie haben wie gesagt einen Offenstall und wenn das Wetter halt schlecht wird, dann damit wir es halt mehr oder weniger einsperren können. Oder wenn im Sommer was ist zum Einfangen und ja, zum Kälberschießen oder zur Blutentnahme, für so Sachen halt, um uns die Arbeit etwas zu erleichtern. Das Großraum-Iglu ist für die kleinen Kälber zur Aufzucht gedacht. Und das Milchtaxi wird benutzt zum Tränken der Kälber. Wir haben bis jetzt unsere Kälber in kleinen Iglus gehabt und auch von Hand getränkt mit den Eimern. Und sie sind dann zum Tränkeautomat gewandert. Da aber der Betrieb gewachsen ist und der Tränkeautomat nicht mehr ausreicht, mussten wir uns erweitern und haben deswegen ein Milchtaxi uns angeschafft. Zusätzlich zu dem Tränkeautomat. Heute habe ich wieder Tore gekauft aus verschiedenen Breiten und noch einige Abtrennungen und Türen für diese Texas-Gitter. La plupart des clients qui ont passé commande ce jour-là étaient motivés par l'achat d'un outil performant, innovant et qui améliore le bien-être de l'éleveur et de leurs animaux. Ja, es ist immer gut, wenn die Arbeit erleichtert werden kann. Die Arbeit wird immer mehr, aber sie muss auch leichter werden. Es muss alles handelbar sein. Es muss für mich auch teilweise als Frau handelbar sein und beweglich sein. Also ist schon wichtig. Das Ding darf nicht so schwer sein. Ist schon wichtig. Wie man auf Kufa ziehen kann, damit wir den Stall wechseln können für unsere Hühner. Ja, wir haben den Hühnerstall auch gekauft, weil wir unseren alten Hühnerstall mit der Hand misten müssen. Und unser Azubi meinte, ach, das habe ich in einem Tag gegessen. Der hat ein Viertel von dem Stall erst ausgemistet. Und das wird ja dann einfacher, hoffentlich. Ja, weil es ist auch ein bisschen kostengünstiger wie bei anderen Firmen. Ja. Ja, vor allen Dingen in der heutigen Situation, wo der Milchpreis dieses Jahr so niedrig war wie selten. Sicherheit, vor allen Dingen keine scharfen Kanten. Es muss stabil genug sein, dass auch der Bulle nicht ausbricht. Es muss
muss halt alles, es muss zusammenpassen alles. Also, wird schon werden. Ich bin von der Qualität und mit der Zusammenarbeit mit dem Pfizer bin ich sehr gut zufrieden. Wir haben uns immer die Paneele von einem Bekannten ausgeliehen und super Qualität finden wir, also wird schon passen. Freundliche Bedienung, freundliche Leute, schöner Stand. Eurotier a su être à la hauteur de sa réputation. Un carrefour mondial pour le matériel d'élevage auquel Bézère Environnement fut fier de participer. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur l'image pour aller sur notre page dédiée. Venez nous rendre visite sur l'un des salons auxquels nous participerons. À bientôt.